Hallo, mein Name ist Marlene Lufen und vielleicht kennen Sie mich ja aus dem Sat.1 Frühstücksfernsehen. Yay! Da? Guten Morgen! Egal, was heute passiert, super Montag. Ja, oder? Ich habe euch vermisst, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Wir haben dich auch vermisst. Ich frage mich manchmal, wie kommt es, dass du eigentlich mit der gleichen Freude mindestens so arbeitest, hierher kommst wie früher. Und bei mir sind es jetzt 26 Jahre, die ich hier bin. Und ich habe das immer als was ganz Tolles, ein großes Geschenk empfunden, dass ich einen so schönen Job machen kann. Ralf Möller ist bei uns. Wir können es gar nicht glauben, du bist 64 Jahre gerade geworden. Alles Liebe nochmal nachträglich. Ich habe die unterschiedlichsten Gäste hier empfangen können. Wir konnten immer die Sendung gestalten. Und wir sind hier ein ganz tolles Team. Wir haben sehr familiäres Miteinander. Ich kenne die Geschichte von meinen Kollegen hinter der Kamera, die Familiengeschichte, die Krankheitsgeschichte, die schönen Geschichten, Ehen, die zusammenkommen, Ehen, die auseinanderbrechen, und wir teilen das miteinander. Ich bin gerne kreativ, also ich bastle, ich male, ich gestalte Dinge sehr gerne. Bin gerne mit Freunden zusammen und mache viel Sport, wobei ich jetzt nichts exzessiv mache. Ich gönne mir auf jeden Fall einen Nachmittag mal auf der Couch und erwarte nicht so viel von mir, sondern ich gönne mir auch mal einfach ein bisschen rumzugammeln. Auf jeden Fall ist es so, dass mir der Glaube daran, dass es noch eine Kraft gibt, die mehr kann als ich persönlich, geholfen hat in Situationen, wo man dachte, wie soll ich das jetzt überwinden, wie soll ich das schaffen? Sorgen, die man als Mutter hat, die man als Frau hat, die man im Zuge des Älterwerdens hat, alle möglichen Themen. Alle diese Sachen muss man ja irgendwie durchstehen, egal ob du im Fernsehen arbeitest oder nicht. Die Menschen haben alle die gleichen Probleme. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich meinen Job so gerne mache. Wenn ich hier ankomme und morgens hier das Gebäude betrete, meine Kollegen begrüße, dann da freue ich mich drauf. Dann beginnt was Schönes, eine schöne Woche. So, das war's von mir. Vielleicht sehen wir uns ja bald wieder hier in Sat.1.